Hallo, liebe Freunde der guten Plätzchen, da bin ich wieder. Bald ist Weihnachten und die bisher von mir gebackenen Plätzchen gehen so langsam zur Neige. Also habe ich mich entschlossen, nochmal neue zu backen. Dieses Mal gibt es Orangen-Schokoladenplätzchen. Dazu benötigen wir Mehl, 300 Gramm, etwa 60 Gramm Speisestärke, Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, ein Beutel Vanillezucker, ein Päckchen Orangenback oder eine abgeriebene Schale von einer Orange, ein Ei, 100 Gramm Schokolade, halbbitter, zartbitter oder was auch immer. Und noch 125 Gramm Butter. Jetzt beginne ich erstmal die Zutaten abzuwiegen. Die abgewogenen Zutaten gebe ich jetzt in eine Rührschüssel. Dazu gebe ich jetzt noch die Butter, 125 Gramm, das Päckchen Vanillezucker, einen Teelöffel Backpulver, ein Esslöffel, ne? Also doch noch einen Teelöffel Backpulver. Ich habe hier gerade nur einen Esslöffel auf dem Tisch liegen, dann eben nur einen halben Esslöffel. Das dürfte wohl genügen. Ein Päckchen von dem Orangeback. Ja, das ist auch ein Pulver. Und noch 100 Gramm Schokolade, die wir erst klein machen müssen jetzt. Mit den Knethaken verkneten wir nun alles zu einem glatten Teig.
Jetzt arbeiten wir mit der Hand weiter. Nach dem händischen Kneten haben wir einen glatten Teig erhalten, den wir nun in etwa 3x3 cm dicke Rollen formen und dann etwas glatt drücken, sodass er etwa 5 cm im Durchmesser hat. Nachdem ich jetzt den Tisch ein wenig abgewischt habe, können wir aus dem Teig die Rollen formen. Etwa 3x3 cm, habe ich ja eben schon gesagt. Der Teig für die orangen Nussplätzchen ist jetzt einigermaßen fest und wir schneiden ihn in 1/2 cm dicke Scheiben. Und legen ihn natürlich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und jetzt hole ich mir erstmal ein Schneidbrett dazu. Sie werden jetzt relativ klein, aber ich denke, das ist ja auch nicht schlimm. Kann man mehrere machen. So, und das erste Blech ist fertig belegt. Kommt jetzt noch das zweite. Bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen benötigen die Plätzchen etwa 10 Minuten. Und hinein mit ihnen. Und noch Blech Nummer 2. So, gut 10 Minuten sind rum. Die Plätzchen können aus dem Ofen. Nummer 1. Und auch Nummer 2 kommt jetzt. Bitteschön. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so aufgehen. Da hätte ich es ein bisschen weiter auseinandergelegt. Aber zum Glück hängen nur so einzelne da ein bisschen auseinander. Die werde ich jetzt mal trennen. Na, das sieht doch toll aus, finde ich. Mal sehen, wie die schmecken. Da muss ich aber noch ein bisschen warten. Sind ein bisschen heiß und krümelig.
Da viele meiner Zuschauer ja immer möchten, dass ich meine gekochten oder gebackenen Sachen auch probiere, komme ich diesem natürlich gerne nach. Fangen wir daher mit den Schoko-Orange-Plätzchen an, die ich vorhin gebacken habe. Da kommt schon sehr gut der Geschmack. Schöne Mischung aus Schokolade und Orange, wobei meinem Gefallen nach die Orange sogar noch etwas stärker sein könnte. Aber was soll's? Gebacken ist gebacken. Es schmeckt gut. Ja, da kann man nur sagen, Hut ab. Natürlich wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter meinem Channel treu. Immer die Töpfe voll. Euer Alex.